Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, werte Besucher in der Spielbank Stuttgart Business Lounge, herzlich willkommen zu unserer heutigen Pressekonferenz im Anschluss an die Partie gegen die Gäste aus Walldorf. Wir sind heute als Sieger mit 1-0 vom Platz gegangen. Die Partie endete vor 2710 zahlenden Zuschauern 1-0. Heute in der Pressekonferenz die beiden Trainer. Zunächst das Statement von Matthias Born. Ja, erstmal Glückwunsch zum Sieg. Ich denke, wir haben gerade erste Halbzeit kein gutes Regionalligaspiel gesehen. Es war von uns auch nicht das Auftreten, wie wir uns das hier vorgestellt haben. Wir waren zu viele einfache Abspielfehler, ja, gerade zu viele lange Bälle auch gespielt. Es waren von unserer Seite auch zum einen im Aufbauspiel waren es mir zu viele lange Bälle. Umgekehrt haben wir auch viele lange Bälle verteidigen müssen, wo wir bei den zweiten Bällen dann auch Probleme hatten. Und trotzdem haben wir es geschafft, relativ gut zu verteidigen. Ich glaube, eine Aktion war erste Halbzeit, wo wir auch den Ball hinten unterschätzen und dann war keine Absicherung da, wo dann der Jürgen Renner gut hält. Und die zweite Aktion hat dann zum Tor geführt, wo wir uns ja selbst anschießen und damit auch das 1-0 einleiten. Das war ärgerlich. Zweite Halbzeit, muss ich sagen, hat mir besser gefallen. Da haben wir ja auch mit mehr Mut gespielt, versucht auch Fußball zu spielen, nicht nur lange Bälle. Und unterm Strich hat uns vielleicht auch das Glück gefehlt bei einem Freistoß, der an die Latte klatscht, dass man so einer reinrutscht in der jetzigen Phase, wo wir gerade auch sind. Trotzdem haben wir es nicht geschafft, auch wenn wir zweite Halbzeit mehr Fußball gespielt haben, gerade im letzten Drittel, im 16er, Gefahr zu verbreiten und Chancen rauszuspielen. Da habe ich relativ wenig gesehen. Ja. Da muss man dran arbeiten. Das war ja neben dem Fußballspielen auch nicht vergessen, im 16er dann uns Chancen zu erspielen, auch Tore zu machen. Vielen Dank. Ja, Matthias, vielen Dank. Tomek, wie fällt dein Statement zum Spiel aus? Ja, als erstes hallo zusammen. Natürlich sind wir heute wieder zufrieden. Es ist unser zweiter Heimsieg in Folge. Uns ist klar, dass wir um dieses Ziel, was wir alle haben, den Klassenerhalt zu schaffen, dass wir in den nächsten Wochen hier eine Heimmacht sein müssen. Das ist auch das, was wir uns vorgenommen haben. Ich glaube, dass das heute nicht das schönste Spiel war, was jemals hier in dem Stadion gespielt wurde, aber das ist uns heute nicht so wichtig gewesen. Ich glaube, wir waren präsent ab der ersten Minute. Wir haben als Mannschaft sehr, sehr gut verteidigt, haben außerdem den Freischuss, der an die Latte klatscht, keine Torschance des Gegners zugelassen, ja, und haben selber schon eine gute Anzahl an Torschancen. Ja, Jesse Weißenfels, als es noch 0-0 steht, dann der Freischuss von Joe Landeka an den Pfosten, wo Jesse dann knapp drüber schießt im Nachschuss. Zweite Halbzeit noch einige Aktionen, zum Teil später Aktionen, die wir besser ausspielen müssen. Wichtig sind einfach die drei Punkte, dass wir zeigen, dass wir leben, ja, dass wir zeigen, dass wir einfach wir haben noch 6 Spiele und in den 6 Spielen, die Tabelle ist so eng, es ist alles so wieder eng zusammengerutscht ja, wir sind im Soll. Wir haben aus den letzten 3 Spielen 6 Punkte geholt und werden auch diese Power und werden das gute Gefühl aus dem Spiel mit nach Bissingen nehmen am kommenden Mittwoch, weil ich glaube, dass wir da als Verein noch eine Rechnung offen haben und das ist das nächste Ziel. Ja, vielen Dank. Tomek, danke für dein Statement. Gibt es denn von Ihrer Seite Fragen an die beiden Trainer? Klaus Henrich von der Bild-Zeitung. Also 4 Spiele zu Hause, 1 ist jetzt weg. Sie hatten schon mal gesagt, 12 Punkte planen, 4 bis 5 Spiele gewonnen. Natürlich zuerst zu Hause, bleibt zu Hause bei diesem 12-Punkte-Plan möglichst zu Hause die Spiele zu gewinnen. Das sind ja auch alles machbare Gegner. Also es gibt keinen 12-Punkte-Plan. Wir haben gesagt, dass wir aus den letzten Spielen insgesamt 13, 14, vielleicht 15 Punkte brauchen. Davon haben wir heute 3 geholt.
wie gesagt, das nächste Meisterschaftsspiel ist in Saarbrücken. Da werden wir uns definitiv anders präsentieren gegen Worms. Und dann klar, die Heimspiele, drei Stück. Ich glaube, Pirmasens, Nöttingen und Trier sind alles Duelle auf Augenhöhe. Ich meine, machbar ist ein großes Wort. Wir haben heute gesehen, wie viel wir reinschmeißen mussten, wie viel wir, was die Mannschaft läuferisch, kämpferisch geleistet hat, um Waldorf zu schlagen. Und das wird in den anderen Heimspielen kein Tick einfacher. Ja, aber wichtig ist, dass wir den Kampf und die Aufgabe annehmen. Ich hätte eine Frage zur Personalsituation. Kommen die verletzten Spieler zeitnah zurück in die Mannschaft? Ich kann da keine genaue Antwort darauf geben. Also jetzt gegen Bissingen und gegen Saarbrücken wird keiner zurückkehren. Ja, das heißt, wir werden, es ist schon dann auch für mich heute beeindruckend, wenn man guckt, wir spielen ohne Tonic, ohne Bektasi, ohne Schulz, ohne Malone, ohne Müller, ohne Tedesco, ohne Morella. Ja, und haben zum Teil sehr junge Spieler auf dem Platz, eine sehr, sehr junge Innenverteidigung. Und wie die Jungs mit dem Druck umgehen. Ja, weil das ist das, was ja im Moment die größte Herausforderung ist, die Situation, in der wir uns befinden. Und das machen die Jungs sensationell. Da wird es personell natürlich Malone und Müller kommen zurück. Ja, aber von den Verletzten, das wird wahrscheinlich noch zwei Wochen dauern. An den Gästetrainer nach der Niederlage. Sie haben ja wirklich gut mitgespielt und zwar nicht so, dass die Kickers total überlegen waren. Aber jetzt sehe ich auch Schwierigkeiten für Ihren Verein. Wie sehen Sie das? Sind Sie im Abstiegskampf angekommen? Ja, ich finde es ganz interessant, wo wir als FC Astoria Waldorf unterwegs sind, wenn man gerade hier bei den Kickers spielen darf. Dann sind wir in der Regionalliga angekommen und für uns ist was Besonderes, in der Klasse zu spielen. Wenn ich gerade sehe, wer alles hinter uns steht, auch noch aktuell hinter uns steht, die sich alle im Abstiegskampf befinden, dann haben wir da einen kleinen Vorsprung. Aber ich glaube, ab Platz 8 ist die Liga immer im Abstiegskampf. Jörg Kehle vom Stadtanzeiger, bitte. Herr Kaczmarek, was war heute grundsätzlich anders als letzte Woche in Worms? Der größte Unterschied ist, und das ist für uns nie nachteilig, wenn wir in Führung gehen. Ja? In Worms sind wir in Rückstand gegangen und dann tun wir uns schon ein bisschen schwieriger. Ansonsten, ja, wir haben es heute geschafft, die Situation anzunehmen. Ich glaube, dass das unser Problem letzte Woche in Worms war, dass wir das Derby nicht perfekt verarbeitet hatten. Ja? Dass wir, wie gesagt, hier eine Woche vorher ein fantastisches Spiel vor einer tollen Kulisse gemacht haben, vor unseren Fans, und dann in Worms mit den Gegebenheiten dort nicht komplett zurechtgekommen sind und heute das wieder deutlich besser gemacht haben. Klaus Henrich nochmal bitte. Habe ich Sie da vorher richtig verstanden? Der BFV-Pokal, das Viertelfinale, das Spiel in Bissingen, Sie haben da noch eine Rechnung offen, der ist absolut gleichwertig mit dem Ziel Klassenerhalt in der vierten Liga. Ist das so? Ich will jetzt nicht von gleichwertig sprechen, weil ich glaube schon, dass der Klassenerhalt die absolute also dass das Wichtigste für uns als Verein ist, aber es ändert nichts daran, dass es zwei separate Wettbewerbe sind und dass wir im Pokal ganz klar das Ziel haben, den Wettbewerb zu gewinnen. Ja, und dass wir jetzt dorthin fahren, gegen, glaube ich, einen mit den besten Oberligisten, den es überhaupt gibt. Also das ist ja auch eine Oberligamannschaft, die nicht viel mit Oberliga zu tun hat.
und gucken, dass wir dieses wahrscheinlich wieder sehr enge Spiel für uns entscheiden. Jochen Klump, bitte. Herr Kretschmarek, können Sie vielleicht nur was zu Jesse Weißenfeld sagen, der in meinen Augen halt schon den Unterschied auch ausgemacht hat? Zuletzt war er nicht immer in der Startformation, wollte es ihm beweisen, haben sie ihn nochmal motiviert. Ja. Jesse habe ich genauso gesehen wie Sie. Jesse hat heute ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Hat eine hundertprozentige Spannung gehabt in beide Richtungen. Hat unheimlich viele defensive Wege gemacht und war stets brandgefährlich. Also er bereitet das Tor vor, er spielt sich die Torschuss vorher noch herausragend. Und das war auch für ihn in seiner Entwicklung, und das ist ja immer noch ein junger Spieler, ja, der noch lange nicht fertig ist, war das Spiel heute ein wichtiger Schritt nach vorne. Es scheint an der Stelle keine weiteren Fragen zu geben. Wie wir in der Pressekonferenz schon gehört haben, wir haben am Mittwoch das wichtige Spiel im Pokal in Bissingen, haben dann sonntags das Spiel in Saarbrücken und dann das nächste Heimspiel hier zu Hause am Samstag in 8 Tagen gegen Pirmasens. Vielen Dank für Ihr Kommen, feiern Sie den Sieg noch schön und bis in 14 Tagen. Dankeschön.